jeder künstlerischen Auseinandersetzung kommen wir eigentlich an dieselben Herausforderungen und Fragen, die auch analog in unserem Alltag eine Rolle spielen. Wir stellen dann fest, dass Diversität eigentlich eine super gute Ressource ist, dass ein Team vorankommt, dass eben Aspekte von Störungen auch eine Qualität sind im Künstlerischen. Im Künstlerischen müssen wir Dinge dekonstruieren und neu konstruieren. In der Kunsttherapie arbeitest du durch Medien hindurch und das ist wirklich was sehr Besonderes. Für mich ist die Kunst wirklich der Zugang, aber ich finde einfach diese subtile Art, dieses unterbewusste, nicht klare, aber trotzdem irgendwie Erkenntnisse draus ziehen können für sich, berührt werden. Wir sind nicht nur ein Fach, sondern wir sind ExpertInnen hier aus sehr unterschiedlichen Fachgebieten, die wir zusammen denken und Interesse an einem gemeinsamen Gegenstand haben, was für uns viel wichtiger ist, als in Disziplinen, aus denen wir kommen, zu denken und zu arbeiten. Ich wünsche mir, dass meine Studierenden rausgehen mit einem professionellen Arbeitsverständnis. Damit ist aber nicht gemeint, wir wollen jetzt Kunst in so einem kompensatorischen Sinne. Also alles nicht so schlimm, die Kunst macht jetzt so ein bisschen heile, heile. Das ist nicht damit gemeint, sondern gemeint ist damit, Ambivalenzen, Zweifel, Ambiguitäten aufzuwerten und in ihrer Ambiguität und Konfliktivität durchzuarbeiten und das aber stärker auch auszuhalten.